Frau Schmidt, haben Sie denn das Gefühl, dass die Bedeutung, die jetzt herausgestellt wurde, die Bedeutung der Teichwirtschaft und der Fischerei in den anderen Verbänden und auch in der Politik so wahrgenommen wird und dass die auch so in diesem Maße, in einem gebührenden Maße berücksichtigt werden können? Ich denke, das ist ganz anders wie einem Wildtiergehege, einem Rehgehege, an dem man vorbeiläuft. Da schaut man den Tieren, die da stehen, in die Augen. Man sieht, die sind nett, die sind kuschelig. Aber alles, was bei die Leistung bei die Angler oder bei die Deichwirten, die passiert zum Wohle des Tieres unter Wasser. Also das fällt schon mal als Sympathie. Und dass es eine sehr komplexe und vielseitige Arbeit ist, das können ja die meisten Leute überhaupt nicht wissen. Und wenn man denkt, aber wie wichtig das Nahrungsmittel Fisch in unserer Gesellschaft ist, dann müssen wir da eigentlich mal vieles mehr aufklären. Niemand macht in Sizilien Urlaub, sitzt am Meer, geht abends essen und kommt nicht auf die Idee, dass er keinen Fisch isst. Bei uns kommt man aber auf die Idee, dass man draußen spazieren geht, einen wunderschönen Fluss oder Weiher entlang und kommt auf die Idee, dass man da drinnen keinen Fisch halten soll, weil sie einfach sich selber überlassen bleiben sollen. Und ich denke, wenn man das die Menschen so erklärt, dass dieses durch Menschen gemacht ist. Ich nenne, darf ja hoffentlich nur ein Beispiel nennen, ist mir gerade erst eingefallen. Ich habe daheim ein Stichhänger, eine Kopie eines alten Stiches von 1520, wo um unseren Ort schon überall Weiher herum waren, wo man die Menschen mit der Schaufel sieht, werden noch andere gegraben werden. Also unsere Vorfahren haben da ein super System aufgebaut und mit dieser Nutzung. Und wenn sie heute davon leben müssten, ne, dann müssten sie eigentlich Maisfelder reinmachen. Man muss ja sehen, dass das Berufe sind, dass die Familien ernähren müssen. Und dann muss man das einfach den Menschen viel besser erklären. Wie gesagt, in Sizilien im Lokalamt kommt man es wirklich nicht auf die Idee, keinen Fisch zu essen. Und genauso selbstverständlich muss die Bewirtschaftung und der Genuss bei uns auch wieder werden, wie es woanders am Wasser ist. Ja, vielen Dank. Ich glaube, jetzt, also ist auch die Bedeutung für die nachhaltige Ernährung ganz klargestellt. Trotzdem esse ich, wenn ich in Kantinen gehe, immer noch, also ich esse es nicht, aber ich bekomme serviert Pangasius und diverse andere Fischarten aus Asien. Mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wenn ich öfters mal einen Karpfen kriegen würde in den Monaten, die mit R beginnen. Absolut, da finde ich mal, gell? Bin ja absolut bei Ihnen. Also wenn man denkt, wo diese ganzen Fische produziert werden und gezüchtet werden, da fragt niemand nach. Aber wenn er bei uns spazieren geht, dann hat er den Anspruch drauf, weil ich gleich neben den Herrn Hanflan schaue, dann hat er den Anspruch drauf, dass der Otter mit uns in Konkurrenz tritt. Also der Pangasius ist ein Tier. Das würde ich in dieser Form, wie es da aufgezogen wird, nicht essen wollen. Erstens bekommt sie meistens Medikamente dazu. Zweitens kann sie sich vor eklige Sachen ernähren und kommt mit wenig Wasser aus. Und ich denke, die Hygiene- und Lebensmittelstandards bei uns sind ja ganz andere. Also ich kann nicht sagen, ich will eine gesunde und nachhaltige Ernährung und dann lasse ich den Fisch so weit unterwegs sein. Ich denke, wenn wir vor Ort Gewässer haben und vor allem, wenn wir Umweltschutz betreiben, indem wir Wasser zurückhalten. Das muss man bitte einmal bedenken. Und für diese Aufklärung haben wir aber lang gekämpft und das möchte ich schnell nur loswerden. Wir haben Gott sei Dank mit der Fraktion das Fach Alltagskompetenz geschafft an allen Schulen. Dank dem Kollegen Tobias Gotthardt, der gerade in der Leitung ist. Und aus der Oberpfalz ist und für Fischerei und Unterricht mitkämpft. Also, ich hoffe, dass die nächste Generation das schon mal besser weiß, wie wir im Moment.